Am Sonntagnachmittag treffen der FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf in Hamburg aufeinander. Die St. Paulianer, sie konnten unter der Woche nicht ran, denn die Würzburger Kickers hatten einen Corona-Fall zu verzeichnen. Fortuna Düsseldorf scheint sich stabilisiert zu haben und gewann jetzt auch unter der Woche ziemlich überzeugend. Die Gastgeber mit Brodersen im Tor, Paccarada, Bubala, Lawrence und Olsen in der Viererkette, Becker und Binatelli auf der 6, Salazar, Kieré und Ditgen in der offensiven Dreierreihe und Markianok in der Spitze. Bei Fortuna Düsseldorf, Kerstenmeier im Tor, davor Kranjic, dann so Hoffmann und Zimmermann in der Viererkette, Peterson, Morales, Pripp und Appelkamp. Im Mittelfeld Doppelspitze Ausrufen Hennings und Kenan Karaman. Düsseldorf schon die favorisierte Mannschaft der FC St. Pauli. Er braucht aber auch den zweiten Saisonsieg am 13. Spieltag, wäre es dafür allerhöchste Zeit. Aber wie gesagt, die Fortuna in den letzten Spielen scheint sie sich wirklich gefangen zu haben. Und auch auswärts hat man dann das erste Mal gewonnen. Finn Ole Becker zieht in den Strafraum ein. Und holt den ersten Abschluss raus gegen Kastenmeier, aber in der Szene nicht wirklich erfolgreich. Zumindest aber ein Abschluss für den Fortuna-Keeper etwas zu tun. Düsseldorf brauchte über eine Viertelstunde, aber kam dann auch gefährlich nach vorne. Appelkamp, er hat den Treffer erzielt unter der Woche. Edgar Pripp, wunderbarer Pass zu Kenan Karaman und das war kein Abseits. Unten wird es aufgehoben und dann muss es eigentlich der Treffer sein. Riesenchance, aber tolle Reaktion von Sven Brodersen. Knappe halbe Stunde jetzt von der Uhr. Der FC St. Pauli war hier spielerisch auf Augenhöhe. Kieré, Rodrigo, Salazar, 1:0 St. Pauli. Düsseldorf mit der schwachen Verteidigung. Und der FC St. Pauli spielt es schnell und zielstrebig ins Zentrum, sodass Salazar, der schon einige Male treffen konnte in dieser Saison, wieder erfolgreich ist. Mit links angenommen, mit rechts abgeschlossen. Für Kastenmeier ist da natürlich nicht zu halten. Hoffmann und Danso kommen beide zu spät. Düsseldorf nochmal mit einer Ecke vorm Seitenwechsel. Peterson bringt die rein. Ditgen erst mit dem Kopfball, aber nochmal die Fortuna mit Appelkamp und Peterson. Appelkamp, Schinte Appelkamp. Gute Szene, der spielt sich wirklich mehr und mehr hier in den Fokus. Der junge Mann mal übers Zentrum, mal über die Außen. Hier scheitert er an Brodersen. Zur Pause erstmal 1:0. Die Führung aus der 31. Minute von Rodrigo Salazar hatte also erstmal Bestand. Doch die Fortuna mit der Offensivkraft eigentlich zu mehr in der Lage. Vor allem von Hennings hatte man sich doch deutlich mehr erhofft, der hier ja auch beim FC St. Pauli mal aktiv war. 50. Minute, jetzt mal Kienok. Dreht sich da stark um seinen Gegenspieler rum, dann ein sehr guter Abschluss aus der Drehung. Um dann so herumgewunden, tolle Parade von Kastenmeier. Der anschließende Eckstoß, auch der wird gefährlich. Kranjic kann es nur zu Paccarada klären. James Lawrence, der hier auf einmal auch zum Abschluss kommt, eben nach der Ecke natürlich noch vorne. Und dann wieder Kastenmeier, der sich ein paar Kredite zurückerspielen muss nach dieser unnötigen gelb-roten Karte gegen den KSC beim letzten Auswärtsspiel. Und auch der anschließende Eckstoß hatte es in sich. Marvin Knoll. Kopfball Bubala, der dann nicht mehr ganz so gefährlich. Der FC St. Pauli verpasste es aber eben, diese Führung zu erhöhen, weil Düsseldorf eben etwas Glück, aber auch Kastenmeier zwischen den Pfosten hatte. Nur noch eine Viertelstunde etwa zu spielen. Jetzt wieder die Fortuna mal. Hennings, schöner Pass und da ist dann auch der Ausgleich. Das ist bitter für Braun-Weiß, aber die Fortuna
hat es dann eben qualitativ in den Schuhen, aus einem eher schlechten Zweitligaspiel doch da noch was rauszuholen. Toller Pass von Hennings, super für Thomas Pledel, der ist dann aber auch zu frei, das ist dann sträflich aus Sicht des FC St. Pauli. Bodersen kann da nichts mehr halten. Trotzdem vermeidbar war dieser Treffer auf jeden Fall. Danach plätscherte die Partie so dahin, beide Mannschaften ohne die hundertprozentigen Möglichkeiten. Und dann war es vorbei. Das Spiel endet mit 1:1, etwas ärgerlich für den FC St. Pauli, aber unter dem Strich, wenn man die Chancen nicht macht, dann muss man sich nicht wundern. Und Düsseldorf war eben auch zu jedem Zeitpunkt immer in der Lage, ein Tor zu erzielen. Jo, mein Tipp ist 2:2, die Prognose sagt 1:1. Was sagt ihr? Würde mich interessieren. Schönes Wochenende, bis dann und adios.